Dann können wir das mit Resident Evil 2 machen. Aber ich habe sowieso noch. Du kannst gerne. Also was jetzt kommt auf an Aufnahmen bei mir, ich nehme Zero auf. Kannst du gerne, also wo du am liebsten bei wärst, kannst du machen. Ja. Sechs werde ich, da es jetzt auf meinem Kanal nicht ist, kann ich das ja sowieso sagen. Das werde ich mit dem sechs werde ich mit Konso auch noch aufnehmen. Ah, okay. Ja, schöne Ja. Sache. Ja, mit dem habe ich auch noch nie ein Projekt gehabt. Weiß nicht, hast du schon? Ja, er war Gast bei mir einige Male. Ah, okay. Also jetzt mit ihm zusammen was auf, also sag ich mal jetzt aufgenommen, dass beide spielen, haben wir glaube ich nicht. Ja, auch gut, vielleicht Left 4 Dead mal ein paar Runden war er, glaube ich, dabei. Ja. Ach ja, stimmt, hast ja da, damals mit Bratwurst und sowas, ne? Da, Ja. der, wo wollte ich dann auch noch mit zustoßen, haben aber schon fast alle aufgehört zu spielen. Stimmt. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor. Das macht, wird das Spiel besser machen. Weil ansonsten muss ja, ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich da immer ein Hackmeck bei kriege bei dem Spiel. Beim Controller konfigurieren. Nee, ich meine jetzt bei Resident Evil 6. Ach so, Weil ja, mir das, es. weil ich hinter der Geschwindigkeit von dem Spiel nicht herkomme. Wird Ja, bescheiden aussehen. hätte ich auch so keinen Bock drauf. Ja. Von daher, wenn du mit Konsole schon Haben wir schon abgesprochen. Ich habe es mir eigentlich auch nur so Schluss deswegen. hast. Ich habe es mir auch deswegen eigentlich nur gekauft. Damit wir das machen können. Okay. Aber so von den vom Spaßfaktor, also vom Spaß am Spielfaktor her, Zero und Revelations 2 halt, ne? Die müssen auch noch her. Die müssen auch noch ran. Können aber auch hier diesen Kickflip zum Aufstehen, den beherrschen die echt sauber drauf, ne? Ja, besser als Jackie Chan, ne? Ja. Ja, der kann von mir aus da mal seine Runden drehen. Hier sind auch noch 300 von den Dingern, oder? Ja, dann, ich wollte gerade sagen, da gegenüber von der Treppe müsste gleich einer kommen. Ja, der hat Zeit, Ja. ne? Gleich überholt ihn noch ein Crimson Head, den es hier nicht gibt. Alter, und schnell, ne? Richtig schnell, der Wichser. Kling. Sieht so wie einer meiner Lieblingsszenen aus Terminator 2. Ist eigentlich eine ganz stupide Szene, sage ich mal, die nicht irgendwie den Film hervorhebt. Da gibt es ja zig andere. Aber also ich finde diese Szene super ganz am Anfang, wenn da ist ja John Connor in der Mitte und der T-1000 und Arnie gehen auf ihn zu und Arnie, wo er jetzt erstmal hier diese einhändige Schrotflinte da auspackt, wo er die ja in so einem Rosenkasten da drin hat. Und da ist ja diese Kamera immer, schwenkt immer auf ihn, wie er abdrückt und nachlädt und dann siehst du, wie die Kugel einschlägt und so schwenkt die Kamera oder cuttet immer so hin und her. Ich finde diese Szene super. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber Ja, zieh ich mir mal rein. ist halt die letzte Szene, wo du bei dem Film als erstes dran denkst, ne? Aber Ja. irgendwie ist es eine meiner Lieblingsszenen. Nee, Weil muss ich mir mal reinziehen. Also ich könnte jetzt bei dem Film gar nicht sagen, das Einzige, was ich mich, weil das ist wirklich, ne, ich will jetzt nicht hier irgendwie, dass mich jetzt hier Leute gleich in ihren Gedanken irgendwie 98 teilen. Ich habe den Film seit bestimmt, keine Ahnung, 17 Jahren nicht mehr gesehen, 15 Jahren. kann Also passieren. ich kann mich noch daran erinnern an die Szene mit dem, wo er dann in die Lava gekommen zum Schluss. Ich kann Ja, mich noch klar. daran erinnern, dass, glaube ich, in dem Film das war, wer ist der T-1000, wo der den einen Typen durch die Milchtüte, Ja. da kann ich mich, das ist die Ja, Szene, sicher. wo ich mich am besten erinnern kann. Ja, ich sag ja, das ist eine Szene, die ist halt nicht so, sag ich mal, stellvertretend, wo man sich als erstes dran erinnert, aber das ist so immer meist bei Ja. mir so das erste Bild da, weil ich halt das. Sieht irgendwie cool aus, wie einfach auf ihn zugeht, immer Pumpgun, zack und nachladen und zack und er kriegt die ganze dicken Kugeln da in die Fresse Kugeln an rein. der Fresse, Ja. ja. Vielleicht kann ich noch mal einen kurzen Ausschnitt hier mit reinschneiden, wenn ich es nicht vergesse, wenn ich die Ja, Folge genau. hochlade. Also wollen wir hoffen, dass du beim Rendern kurz drauf guckst und dann siehst, dass du Ja. das machen Ja. wolltest. So, wir haben ein neues Dokument gefunden. Oh ja. Oh, das. Ich hock mich mal davor. Oh, das, ja. Ja, Befehle, machen wir weiter. Mach weiter. Top Secret. Das ist eigentlich ja alles Top Secret, ne? Braucht man fast nicht sagen.
Und das ist dann halt vom 22. Juli. Und der Zeit voraus, aus der Resident Evil ist, also 3 Jahre, dieses Resident Evil spielt 3 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, an den Sicherheitschef. Tag X bricht an. Komplettiere die folgenden Anweisungen binnen einer Woche oder binnen dieser Woche. Lure the members of the stars into the lab and have them fight with BOW in order to obtain data of actual battles. Ja, locke die Mitglieder der Stars ins Labor. Lab ist Labor, ne? Jo. Ja, und lass sie halt gegen die BOW, also gegen die Bio-Waffen oder wie wir auch immer die jetzt gerade nennen wollen, halt, ja, was da gerade so rumläuft, was so wegbläst, lass sie dagegen kämpfen, damit halt, die Daten dieser Kämpfe halt beziehst. Also, wie die sich wehren wahrscheinlich, die Kreaturen. Kampfdaten nehmen, ne? Ja, genau. Da läuft halt so eine billige Aldi-Kamera, die so vor... So Verbrecher aufzeichnet. Ne? Ja, mit Camtasia-Software. Und dann ist das Audio asynchron. So, ja, ungefähr so. Dann liegt er auf dem Boden und man hört den Schrei erst. Oder ein Echo-Effekt. Ah, der kann fliegen. Der kann fliegen. Das hätte dann bei den Viechern von Resident Evil 4 da, die an der Stelle kommen, wo die Ashley packen und wegfliegen. Da kann fliegen! So. Sammel 2 Embryos per Biowaffe-Typ. Ja, und stell halt sicher, dass die alle Spezien davon enthalten, außer dem Tyrann. Ja, okay, das brauche ich fast gar nicht lesen. Zerstöre das Labor, Arklay-Labor, mit allem, was da drin ist. Alle Tiere, alle Typen, alle Gläser, alle Flachmänner, alles weg. Blas es in die Luft. Und lass es so aussehen, als ob es ein Unfall wäre. Ach so, ja, selbstverständlich. Wäre jetzt, das brauche ich ihm ja wohl nicht sagen, oder? Ja. Das Ganze hat verfasst Ulrich Klausinski. Genau. Mit seinen Initialien. Der verwandt ist mit Klaus Kinski. Ja. Und deswegen Leute immer die Peitschen in die Fresse haut. Ja. So, so viele Magnum-Patronen, aber ja, ich finde irgendwie die Magnum nicht. Wenn man die Patronen schon findet, dann ist große Puste bald dein. Das finde ich so gut, ey. Ich weiß nicht mehr, wo ich das, in was für einem Film ich das gesehen habe. Gehört habe. Mit der Puste? Ja, wahrscheinlich wäre das in der englischen Originale nicht so gewesen, weil keine Ahnung, was er dann gesagt hat, aber er hätte, aber in der deutschen Version. Klaus Kinski meinst du jetzt, oder wer? Nee, das war nicht Klaus Kinski, dieses Wort, weswegen ich puste so gerne. Das war eine Magnum und da hat er gesagt, und jetzt nehme ich mir die schöne große Puste hier und blase ihm den Kopf sauber von den Schultern. Und seitdem ist ein Magnum für mich eine große Puste. Das ist auch so ein behindertes Wort, so ein altes, ne? Wer benutzt denn das noch? So ein Assi. Klaus Kinski vielleicht. Ja, das könnte sein, dass der das noch benutzt hat in seinen Filmen. Ist ja schon ein bisschen her. Wohl möglich. So, wir haben jetzt den roten Edelstein gerade dem Hirsch aus dem Auge gerissen. Das hört sich auch schon wieder so gewalttätig an. Das wäre dann eins von den Tieren im Labor, ne? Ja. So, jetzt können wir, ich glaube, dass wir jetzt hier sogar die Magnum kriegen, wenn wir das da einsetzen. Natürlich müssen wir dazu auch erst pixelgenau richtig stehen. Selbstverständlich. So. Das ist Liebe zum Detail. Und es ist die Magnum. Siehste, da haben wir sie. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ja. Rittide.
Da hat er sich schön die, was ist das, eine Lightning Hawk wahrscheinlich, unter den Nagel gerissen. Nee, die Lightning Hawk, das war ja diese Desert Eagle, das ist ja eher so ein Revolver. Ach so. Ach so. Oh ja, stimmt, hast recht. Das ist so ein Ding, wie Barry auch hat, ne? Ja. So ein alter Kammerrevolver. Ja. Wobei ich natürlich dann also den dicken Onkel von mit dem einen langen Dings, wie den er auch bei Resident Evil 5 kriegst. Den ja. Würde ich dann, der so richtig schön, wurde fast weil nach jedem Schuss nachladen musst, aber wo du dann was reinbläst, das ist dann Game Over. Reinblasen, ja, das ist natürlich immer Game Over, ja. Ist ja klar, besonders wenn, ja. wenn du dann noch Vater wirst, ne? Ja, genau, ja. Ja. Also den Braten, ne? Den Braten möchte man nicht riechen. Nee, den möchte man nicht riechen. Oh. Ich sitze jetzt gerade auf dem Klo und muss eine Wurst rauspressen, oder wie? Och, wäre auch nicht so. Wenn ich eine Wurst rausgepresst habe, kann ich gleich weiterfressen. Das habe ich heute schon viel gemacht. Das übrigens zu meinem, liebe Zuschauer, die mir vollkommen egal sind. Das ist... Freundlich, dieser Mann. Ja, das ist übrigens der Inhalt meines Sonntags. Essen. Ach, und ich dachte jetzt pressen. Nee, pressen auch. Aber lieber essen. Und jetzt natürlich ab und zu mit meinem lieben Freund, dem Spark hier, nochmal was aufnehmen. Was wir vielleicht nächsten Sonntag sogar ein bisschen früher schaffen, dann könnten wir hier aufnehmen und sogar noch eins von meinen Dingern anfangen. Eins von deinen Presswürstchen. Von meinen Presswürstchen. Dass du dann mit kommentierst. Da kommt es! Da der Kopf! Hä? Nein, das Presswürstchen, Mann. Weil du gerade gesagt hast. Mein Presswürstchen, da habe ich gesagt, ja, das kommentierst du ja mit. Lock and loaded. Lock and loaded. Hast du auf dem Ding hier eigentlich auch Dings gespielt? Castlevania? Nee, Quatsch, das ist ja hier. Ich kann das nicht lesen, das ist so klein. Was ist das hier für ein System, auf dem du spielst? Nintendo DS. Ach, Nintendo DS ist das, ja. Da gibt's, ja, also ein Castlevania habe ich für den DS ja auch original, das Order of Ecclesia, was ich auch sehr, sehr gut finde. Das habe ich auf jeden Fall gespielt, die anderen beiden aber nicht. Also, Da gibt es auch eins, was... Portrait of Ruin oder genau. Aria of Sorrow oder Dawn of Sorrow, eins von den beiden. Ja, das können sich in den Arsch stecken. Das habe ich ja schon durchgespielt, sogar hier auf dem Kanal. Das fand ich nicht so doll, dieses mit dem weißhaarigen Spasti. Cruise. Genau, aber das Cruise. Andere, aber den anderen Titel, den du gesagt hast, den habe ich noch nicht gespielt und den finde ich vom Aussehen, also die Charaktere haben mich ziemlich gleich gecashert. Eigentlich ist das ein Wunder, dass ich das nicht gespielt habe. Also ich, wenn es noch nicht gespielt habe, Order of Ecclesia würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ist meiner Meinung nach das beste Metroidvania-Spiel. Das beste? Ja, also von den Metroidvania-Teilen halt. Ja, ja, klar. Wow, okay. Das war ich schwer begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Das hast du auch richtig zu Hause, also? Ja, ja, das habe ich hier im Regal drin stehen. Okay, das habe ich auch noch nicht gespielt. Mir auch mal ausprobiert. Also das sind die beiden Teile, die ich, also bei dem habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und bei dem anderen ist halt so, da habe ich schon ein paar Mal dran gedacht, aber hab's immer versäumt, mir das dann zu spielen. Weil da fand ich halt die Charaktere mega geil. Ja. Es ist halt das ist wieder so ein. Naja. Ich sage mal, während die anderen beiden Spiele um düstere Charaktere handeln, geht es in dem Portrait of Ruin eher so um ziemlich menschliche Charaktere. Das fand ich ganz geil. Im Intro habe ich das gesehen. Ja, ziehe ich mir beide rein. Ich will ja irgendwann mal sagen können, ich habe wirklich jedes Spiel gespielt, ne, wenn ich schon so ein großer Fan bin. Ach, hast du bis heute noch gar nicht. Nö, wenn ich das Order of Ecclesia noch nicht gespielt habe. Ja gut, okay.
Ja, habe ich aber auch nicht. Ich habe zum Beispiel auch noch nie in meinem Leben das Dracula X für den Super Nintendo gespielt. Also das, was hierzulande Vampire Kiss heißt. Ja, genau. Also die miserable Möchtegern-Portierung von dem Rondo of Blood. Ja, naja. Was, also Rondo of Blood ist für mich, gerade das PSP-Remake ist eins der besten Castlevania-Spiele. Ja, überhaupt. Definitiv. Würde ich nicht abstreiten. Aber bei dem anderen hängt auch schon Erinnerung dran. Also du hast es noch nie richtig auf der Konsole gespielt. Das Vampire. Nee, auch als ROM nicht. Ach so. Also ich habe mir Sachen, also bei dir habe ich es mir auch angeguckt und ja, also es zwar klar, man diese Cutscenes kriegst du nicht auf dem Super Nintendo, aber das Level-Design, hätte man das näher an dem Original gemacht, dann wäre es trotzdem ein super Spiel gewesen. Im Endeffekt ist da ja gar nicht so viel, also es hat eigentlich fast grafisch, also optisch die Levels, wie die aufgebaut sind, ist eigentlich fast gar nichts von Rondo of Blood drin, wenn man da so drüber nachdenkt. Also den Untergrund, ne, wo der da dieses, ich wollte gerade sagen, dieses Gewölbe, wo dann halt die Viecher hinter den Stäben stehen, so eine Szene hast du drin, oder die brennende Stadt am Anfang ein bisschen so gewollt und nicht gekonnt, aber ansonsten sind da nicht viele Stages, finde ich, die sich ähneln zu Rondo of Blood. Nee, das ist ja eben das Problem da, also als Original Castlevania Spiel, sage ich mal, fällt das ziemlich flach. Also ja, das hat kein gutes Level-Design und ist an manchen Stellen einfach unnötig scheiße gemacht worden. Steuerung ist panzermäßig. Ja. Oh ja, yeah, große Aufnahme. Er guckt gerade vorne so. diese Kampfbewegung hier erinnert mich irgendwie an Blanka. Ja, stimmt, hast recht. Stimmt, der wippt ja auch mal mit dem Oberkörper so nach unten, ne? Ja. Stimmt. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. Ich glaube, dass ich ihn Blanka genannt habe, hat ihm nicht so gut gefallen. Ja. Also es war auch für Blanka ein Kompliment. Für Carlos Blanka, ne? Für Carlos Charlie Nash Blanka. Geiler Name. Ja. Muss man ja mal hervorheben. Die gehen mir auch so auf den Sack. Aber warte mal, bevor ich das jetzt erzähle, ich wollte das noch kurz beenden mit dem Castlevania. Und dennoch hat es einen großen Stellenwert bei mir, deswegen habe ich es, glaube ich, auch gespielt. Oder habe es zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube, einmal habe ich es gespielt, der war aber nicht so gut, der Walkthrough. Und das zweite Mal habe ich es dann, da habe ich dann die Vampire's Kiss Original-ROM mir besorgt und hab's dann geübt, damit das vernünftig läuft. Und auch aufgenommen, weil für mich hat das Spiel doch einen hohen Stellenwert, weil ich es zu einer geilen Zeit gekriegt habe. Es war ein unglaublich geiles Weihnachten. Also da habe ich mehrere Spiele gekriegt, ne? Das war das Schlechteste davon, aber es war halt eine gute Weihnachtszeit. Ja, und wenn man dann so ein Spiel früher gespielt hat zu einer guten Zeit, hat man natürlich irgendwie, hängt wahrscheinlich sowas auch immer zusammen, dann hat man halt eine gute Erinnerung an das Spiel. Auch wenn scheiße. Ja. Und ja, und dann ist das halt irgendwie so ein halb eigenständiges Spiel und irgendwie halb Rondo of Blood, halb auch nicht so. Keine Ahnung, gewollt und nicht gekonnt. Doombook. Bist du schon wieder weg? Nee, ich bin da. Ich habe gerade gelauscht, wie schön du Doombook sagst. Ja, öffnen wir es doch einmal und finden da drin eine Medaille. Ach man. Das war das richtige Buch. Ja, schön. Haben wir das. Haben wir das auch, ne? Haben wir das auch abgehakt. Abgehakt. Ich habe gerade. Ach ja, genau. Das wollte ich Ihnen sagen mit diesem Namen. Wo du gerade noch sagtest, Weihnachten. Das kam ja, das Vampire's Kiss so 95 oder so, kam das, glaube ich, raus, ne? Ja. Das ist also Weihnachten. 95 nicht, aber Weihnachten 96 und 97 habe ich immer noch so die meisten Erinnerungen, gute Erinnerungen dran. Da weiß ich, wo ich nur genau weiß, was ich da geschenkt bekommen habe. Also 95 war es auch irgendwie ein Spiel, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Also 96 zu Weihnachten
habe ich zwei Super Nintendo-Spiele gekriegt, das weiß ich auf jeden Fall noch. Das waren auch so mit die letzten, die ich für Super Nintendo mir gekauft habe, halt damals. Also jetzt das letzte, was ich mir gekauft habe, oder es waren ja die drei Spiele von dir, die SimCity, Mystic Quest und hier Super Street Fighter war es, glaube ich. Ja, Ja, genau. naja, 96 Weihnachten war schon, das war schon, sage ich mal, exzellente Ausbeute mit Terranigma und Mega Man Ah, 7. ja.